War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schneider gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese toten Dinger. Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinge. Warum müssen wir hier oben festsitzen, wenn diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht? Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich würde Fritz leiden.
vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Sehr stark. Ja, ich... Das muss von den Medikamenten kommen. Tut mir leid, Michael. Es ist zu Ihrem Besten, das verstehen Sie doch. Stört es Sie, wenn ich bei unserem Gespräch Wein trinke? Von Wolfsburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische, beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein. Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs. Ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Gräber der Ritter von König Otto auszuheben. Neben dem Loch war ein Erdhaufen aufgeworfen und er grub immer weiter, bis sein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter.
sagte er. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hatte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen und alles würde gut. Dann nahm er einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott, ich kann es immer noch spüren. Beruhigen Sie sich, Michael. Beruhigen Sie sich. Niemand wird Sie deshalb beschuldigen. Das war natürlich ein Mutwehr. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und ich hob den Stein auf, mit dem er mich töten wollte, und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Ich muss ihm die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihm immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegt. Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Auge geholt hatte, und ging nach Hause. Als ich es mir später genauer ansah, erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Mine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen der Kirche. Ich bin nicht mehr zu der Steintür in der Kirche. Zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet.
der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Geht sofort an!